the second first try game. Knuck. Ja. Ja. Second first try. Und na. Bist du bereit? Mhm. Sind die schon da? Siehst du oder wen? Leute, ich kann niemand sehr duschen. Na? Hallo. Ja, hallo. Ah, ja, 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 ganz hinten, schau, ganz hinten. Jetzt sind sie, ja. Servus, Island. Servus. Wir sind wieder Six Series. Wir sind heute in Innsbruck unterwegs, wieder auf die Trial. Endlich Run. Wieder mal auf die Trialbikes. Jetzt hat es wirklich lang gedauert, aber jetzt sind wir wieder unterwegs in Innsbruck auf denen und ja. Machen heute wieder ganz was Spezielles. Ganz was Spezielles. Ah, ich glaube, wir haben eine coole Idee und zwar das Second First Try Game. Ganz kurz. Ich erkläre, also ich sage zum Beispiel zum Elias. Mach den rein, mach den Trick. Genau, er hat dafür zwei Versuche, also maximal Second First Try. Und wenn er den nicht schafft, kriegt er einen Punkt. Und genauso umgekehrt. Genau, und der, was als erstes drei Punkte hat, der verliert. Auf geht's. Viel Spaß. Wie soll es anders sein? Schnick, schnack, schnuck. Ja! Das gibt's nicht. Ja! Gut, ich sag okay. Die erste Line und der okay, Fabio startet. Challenge für den Fabio. Wir kennen den altbekannten Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Uiuiuiuiuiui. Juhu! Und hier steh ich over, jetzt kommt der Second First Try. Der ist echt. Bla 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 bla. Alter, das sieht's doch mal. Ja? Ey! Der erste Punkt! Alter, das war jetzt echt nix. Das ist schnell mal der Fabio tröstet. Das wird schon auch wieder. Armer schwarzer Kater. Ich bin echt enttäuscht. Egal. So ist das Spiel. Auf geht's, jetzt bist du dran. Was? Von der Mauer aufs Hinterrad, auf die Mauer ganz drauf. Alter. Juhu. Alter, first try. First try, okay. Der war eigentlich ziemlich cool, ja? Der war echt cool. 1-0. Passt, auf geht's. Zweite Line für den Fabio. Erzähl. Wir haben wieder einen Gap. Und Fabio, ich glaube, du weißt schon, in welche Richtung das geht. Und zwar, schaut euch das mal an. Schaut euch das an. Seht ihr das? Von hier nach hier. Das sind genau zwei Radlängen. Den habe ich echt noch nie gemacht. Noch nie. Und von dem habe ich immer schon Respekt gehabt. Und du willst jetzt erwarten, dass ich den Second First Try maximum mehr krieg? Ja. Regeln, ich glaube, wirklich scheißegal. Du musst wirklich den Gap schaffen. Egal, ob du dann auch runterfliegst oder so. Aber hauptsächlich Gap schaffen. Jo, der Anlauf ist jetzt auch nicht gerade der längste von hier nach hier und dann. Was? Von oben ist das andere Hausnummer. Was ist es dann? Hausnummer 352. Ah, 12. Ja, schaut schon. Also ich mag's nicht. Okay. Ja. Du bist so ein Penner. Alter, das ist so ein Penner. Alter, das ist so hardcore! Alter! Extrem grausig Setup. Alter, aber der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ich bin gerade so abgerutscht, gell? Ein bisschen mehr, ja genau, ein bisschen mehr. Jetzt kommt's wieder auf den Second First 3 drauf an. Alter, ich hab den Kopf. Also ich bin eigentlich drüber, gell? Eigentlich. Ich bin ja angekommen. Ja. Bin ich am Boden angekommen? Du bist nicht am Boden angekommen, aber du bist nachher mit der Füße aufgegangen. Du bist drüber, okay. Aber das nehmen wir jetzt frei. Der Fabio hat noch einen Versuch, einen letzten Durchzug. Ein Redo quasi, ja. Ein Redo, weil er hat es eigentlich gehabt und ich glaube, der ist echt spannend. Schauen Sie mal das an. Okay, jetzt. So weit kann ich nicht mal denken. Okay, so jetzt ist das. Auf geht's. Yo!
Jawohl! Alter, yes. Vater! Yes. Boah. Boah. Nein, wir back in game. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Ich. Okay, also, auf geht's. Boah. Achso, ja. Hier noch was Feins für die. Und zwar entlang der Mauer auf die dünne Betonrail, über die Rail drüber, auf die Mauer, Backwheel und dann auf die Mauer und runter. Das ist aber echt nicht ohne. Das ist echt technisch gar nicht ohne. Ganz ehrlich, jetzt darf ich auch mal ein bisschen schwieriger werden. Und Okay. Was bedeutet das? Was bedeutet? Er steht 1-1. Next Challenge, ich bin wieder dran. Oder halt, ich bin dran am Stellen. Fabi ist dran. Seht ihr den Gap? Von hier nach hier, und zwar im 180. Den habe ich, glaube ich, schon hunderte Mal probiert. Ohne Witz, hunderte Mal und noch nie hinbekommen. Bla 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 bla. Bla, bla. Wir sind ab jetzt keine Freunde mehr, sondern Feinde. Boah! Second first try, auf den kommst du drauf an. Okay. Den wirst du nie schaffen, Fabio. Fabios zweiter Streich. Du bist schon bei 2 Punkten. Ja. Mann, ich muss sagen, der war ein bisschen fies von mir, weil den hat er noch nie geschafft. Und jetzt will ich da drüben von dir 360 aufsehen. Also. So, ihr seid alle Fans, dass der Elias halt verliert, stimmt's? Ja. Sicher. Sicher, gell? Sicher. Ja. Ihr müsst zu mir helfen, gell? Map. Gratulation. Danke. Hallo. So war's. Ich hab letzte Woche was bei dir gesehen, wie du da rüber probierst. Du warst so an, so. Auf einer Seite an, so. Und dann machst du einen 180 und in der Luft drehst du und hast wieder beide Füße, also normal so. Schwierig zum Erklären, das will ich jetzt sehen. Oft hast du es nicht geschafft, okay, aber du wirst es jetzt schaffen müssen. Ja, dann easy. Überhaupt kein Thema. Okay. Ja, second first try. Second first try. Alter, first try. Easy. Okay. Okay, so, jetzt Challenge für dich. Und zwar von da auf die Bank, auf die Rail drauf und runter. Let's go. Er ist nicht ohne. Er ist wirklich nicht ohne. Ich mach dir mal ein bisschen munter. Ich brauch den Punkt. Scheiße, shit. Konzentrier dich, fokussier dich und hoffentlich schaffst du es nicht. Und so wollen wir es eigentlich Freund sein, weißt du? Bin ich eh nicht. Ja, ganz schlimm. Wah, wah, wah. Piep, piep, piep. Pum, pum, pum. 2-2. Hey, aber so jetzt knapp. Ich bin zweimal ausgerutscht. Ja? Alles gut, jetzt bin ich wieder dran. 2-2, weiter. Beziehungsweise du bist dran. Ja, auf geht's. Ich bin dran. Oder du kannst ja eigentlich sonst der Handlebar Ride ziemlich gut, oder? Handlebar Ride von da anfahren und dann da auf. Geht's ja das? Da auf wie und dann da wieder runter. Ah. Jetzt bin ich gespannt, ich schaff das nie im Leben, nie im Leben.
Brap, brap, brap. War zu langsam. Einen hast du noch. Einen ja, hast du noch. Das ist noch ein langer Weg, ja? Ja, ich wäre nervös, wenn ich du wäre. Ey, er will zu verlieren, er ist schon wieder zu langsam. Schon wieder zu langsam. Jo, na! Tschüss! Ja! Alter, das war, es war echt knapp, gell? Es war echt, das war knapp. Das, da ist so ein Zentimeter. Ja! Was, da ist so ein Millimeter. Nein. Der bessere gewinnt. Eindeutig. 3-1. Akzeptier sie ein verlorenes Game. Ja. Okay, mein Zeit kommt wieder. Auf jeden Fall, Leilen, vielen Dank wieder mal fürs Anschauen. Ja, war echt eine lässige Session. Genau so ist es auch. Wir dürfen es nicht vergessen. Es war ein Online-Shop. Wir haben da noch einige Fragen sind offen. Und wir müssen uns wieder mal entschuldigen. Es hat einige Lieferverzögerungen gegeben. Es hat einige Probleme gegeben. Genau, speziell für die Leute, die jetzt später bestellt haben. Es waren wirklich sehr, sehr viele Bestellungen. Und jetzt hat der ganze Bestellablauf ziemlich lange gedauert, eigentlich zu lange. Zu lange gedauert. Und dafür, glaube ich, möchten wir uns nochmal entschuldigen. Wir sind jetzt nicht, sagen wir, direkt, also wir verschicken das ja nicht, macht ja eigentlich eine externe Firma. Und die waren da, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen überfordert mit dem Ganzen. Genau. Auf jeden Fall, jeder, der was bestellt hat, der bekommt noch seine Bestellung zu 100%. Genau. Und, ja. Und wir arbeiten dran, wir arbeiten an noch cooleren Pullis, noch cooleren Shirts und vor allem an der Lieferzeit, dass die einfach viel kürzer wird. Und wir geben euch auf jeden Fall Bescheid. Genau, schaut einfach, wenn ihr uns einfach auf Instagram folgt, keine Ahnung, 6Series, mir oder ihn, da seht ihr auf jeden Fall, wann der Shop wieder online geht. Und was für eine Produkte dann gibt. Genau, wird auf jeden Fall fett und freut euch drauf. Wird wirklich mega lässig. In dem Sinne, ich glaube, wir haben echt viel Spaß gemacht. Congratulations nochmal. Ja! Mein Zeug hinterher. Ja. War echt coole Session wieder mal. Wir hoffen, Trial fahren hat euch wieder mal Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Ciao. Ciao.